Ich, Egon Schmidt, der Autor von diesem Buch, dichte seit 30 Jahren in mehreren Sprachen. Die putzen einfach so aus mir raus, ich muss mir gar nicht anstrengen, das geht die von alleine. Und weil ich so viel dichte zu jedem Anlauf, sind auch schon viele auf mich zugekommen und haben gesagt, ich soll ihnen ein Gedicht schreiben für diesen oder jenen Grund, was ich auch vereinzelt schon getan habe. Aber weil ich aus zeitlichen Gründen gar nicht so sehr auf jeden Wunsch eingehen kann, weil ich ja selbst beschäftigt bin, IT-Job, Autor, Musikant, Familienvater und so weiter, habe ich mich entschlossen, ich schreibe ein Buch voller Gedichte für jeden Anlass. Zur Hochzeit, zur Geburt des Kindes, zum Abitur, zum Studium, zum Studienabschluss, zum Heirat des Kindes, zur Silberhochzeit, zur Beförderung und so weiter und so weiter. Das heißt, du hast in diesem Buch mehr als 40 Gedichte, die keinem Copyright unterliegen, weil ja von mir geschrieben, und du erwirbst mit dem Buch das Recht, die Gedichte frei zu verwenden, so als wären sie dein eigen. Das heißt, du kannst, du sollst und du darfst so tun, als wäre es deine. Also wenn du ein Mitarbeiter zum 20-jährigen Jubiläum oder deine Frau zur Silberhochzeit und du kannst gerade kein Gedicht schreiben oder kein schönes, was du brauchst, nimm einfach eins, du darfst natürlich auch umschreiben und du musst nicht sagen, das ist von jemand anders, du darfst so tun, als wäre es deines. Das ist ja der Zweck des Buches, dass du bei jedem Anlass ein geeignetes Gedicht hast. Ja, ich hoffe, dir und den Menschen damit Freude gemacht zu haben, denn mir macht Dichten Spaß, ich dichte mein Leben gern, ich dichte jeden Tag und so wollte ich einfach, dass derjenige, der halt von sich glaubt, er könne nicht dichten, was ich bezweifle, kann ja jeder Mensch, auch ein Gedichtebuch zur Hand hat, wo er zu jedem Zweck, zu jedem Anlass ein geeignetes Gedicht hat und das verwenden darf, als wäre es dann eines. Er darf es auch umschreiben, er darf es eins zu eins verwenden, wie auch immer. Es gibt kein Copyright, du kannst tun, was du möchtest. In diesem Sinne hoffe ich, euch eine Freude gemacht zu haben, eure Feier aus ihrem Grund auch immer zu verschönert haben. Ja, und ich bin froh und dankbar, dass ihr über den Gedanken nachdenkt, dieses Gedichtebuch anzuschauen und zu kaufen, weil ich habe mehr Gedichte, als ihr braucht. Das ist ja mein zweites veröffentlichtes Gedichtebuch. Ich dichte auch in Englisch und neuerdings auch ein bisschen Russisch und Französisch. Ja, es sprudelt halt einfach aus und kommt einfach so und es ist eine Sünde, es nicht zu nutzen. Dann habe ich es halt rausgelassen in einem Buch und es soll es sein. Ja, wenn du irgendwie Resonanz hast oder Interesse, dann bestell dir das Buch und verwende die Gedichte so, wie es dir beliebt. In diesem Sinne, danke, 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 euer Egon Schmidt. Ich, Egon Schmidt, der Autor von diesem Buch, dichte seit 30 Jahren in mehreren Sprachen. Die putzen einfach so aus mir raus, ich muss mir gar nicht anstrengen, das geht die von alleine. Und weil ich so viel dichte zu jedem Anlauf, sind auch schon viele auf mich zugekommen und haben gesagt, ich soll ihnen ein Gedicht schreiben für diesen oder jenen Grund, was ich auch vereinzelt schon getan habe. Aber weil ich aus zeitlichen Gründen gar nicht so sehr auf jeden Wunsch eingehen kann, weil ich ja selbst beschäftigt bin, IT-Job, Autor, Musikant, Familienvater und so weiter, habe ich mich entschlossen, ich schreibe ein Buch voller Gedichte für jeden Anlass. Zur Hochzeit, zur Geburt des Kindes, zum Abitur, zum Studium, zum Studienabschluss, zum Heirat des Kindes, zur Silberhochzeit, zur Beförderung und so weiter und so weiter. Das heißt, du hast in diesem Buch mehr als 40 Gedichte, die keinem Copyright unterliegen, weil ja von mir geschrieben, und du erwirbst mit dem Buch das Recht, die Gedichte frei zu verwenden, so als wären sie dein eigen. Das heißt, du kannst, du sollst und du darfst so tun, als wäre es deine. Also wenn du ein Mitarbeiter zum 20-jährigen Jubiläum oder deine Frau zur Silberhochzeit und du kannst gerade kein Gedicht schreiben oder kein schönes, was du brauchst. Nimm einfach eins, du darfst natürlich auch umschreiben und du musst nicht sagen, das ist von jemand anders. Du darfst so tun, als wäre es deines. Das ist ja der Zweck des Buches, dass du bei jedem Anlass
ein geeignetes Gedicht hast. Ja, ich hoffe, dir und den Menschen damit Freude gemacht zu haben, denn mir macht Dichten Spaß, ich dichte mein Leben gern, ich dichte jeden Tag und so wollte ich einfach, dass derjenige, der halt von sich glaubt, er könne nicht dichten, was ich bezweifle, kann ja jeder Mensch, auch ein Gedichtebuch zur Hand hat, wo er zu jedem Zweck, zu jedem Anlass ein geeignetes Gedicht hat und das verwenden darf, als wäre es sein eigenes. Er darf es auch umschreiben, er darf es 1:1 verwenden, wie auch immer. Es gibt kein Copyright, du kannst tun, was du möchtest. In diesem Sinne hoffe ich, euch eine Freude gemacht zu haben, eure Feier aus welchem Grund auch immer zu verschönert haben. Ja, und ich bin froh und dankbar, dass ihr über den Gedanken nachdenkt, dieses Gedichtebuch anzuschauen und zu kaufen, weil ich habe mehr Gedichte, als ihr braucht. Das ist ja mein zweites öffentliches Gedichtebuch. Ich dichte auch in Englisch und neuerdings auch ein bisschen Russisch und Französisch. Ja, es sprudelt halt einfach aus und kommt einfach so und es ist eine Sünde, es nicht zu nutzen. Dann habe ich es halt rausgelassen in einem Buch und es soll es sein. Ja, wenn du irgendwie Resonanz hast oder Interesse, dann bestelle das Buch und verwende die Gedichte so, wie es dir beliebt. In diesem Sinne, danke, 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 euer Egon Schmidt. Ich, Egon Schmidt, der Autor von diesem Buch, dichte seit 30 Jahren in mehreren Sprachen. Die putzen einfach so aus mir raus, ich muss mir gar nicht anstrengen, das geht wie von alleine. Und weil ich so viel dichte zu jedem Anlauf, sind auch schon viele auf mich zugekommen und haben gesagt, ich soll ihnen ein Gedicht schreiben für diesen oder jenen Grund, was ich auch